Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Spanien zurück zum Erfolg. Wir sehen hier gerade nochmal das Team und jetzt geht's schon direkt ins erste Spiel der Folge rein. Jetzt sehen wir hier kurz das Team des Gegners. Das muss ich nochmal sagen. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, der Link zur ersten Folge ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne anschauen. Hier sehen wir das Team, den Gegner. Stärker als unseres, aber auch nicht zu stark. Also auf jeden Fall machbar und wenn wir ihn jetzt das Spiel sehen, das ab und dann auf dem Spiel ganz knapp auf den Ball. Dann ist selber überwachen nach 13 Minuten. Flank rein, Kopfball und dann wieder der Torwart da. In 15. Minute über die Leere und dann zur Vorfront, der macht das Ding eiskalt rein. Macht dann noch eine Drehung zum Tor und dann zu mir. 21. Minute, dann geht der Ball dann. Wäre zu einfach über Schade und funktionierender Freistoß. 35 Minuten. Weite Entfernung, aber wertvoll von Casuelas kann man es ja mal probieren. Ist einfach mit ab und unser Torwart da und der Ecke ist leider nicht geworden. 45 Minuten mal der Gegner. Keine erste Chance und direkt das Tor. Und dann gibt es da ganz. Ja, da kommt die Verteidigung und einfach nicht stoppen und dann vom Tor. Ja, schon Halbzeit. Nicht viel passiert im Spiel. Halbzeit schon 1-1 und jetzt hier der Gegner hat 55 Minuten. Passt runter und macht dann das 2-1. Das wird wieder wohl, ja, kann man auch nichts machen. Einfach überpowered mit FIFA, aber alles offen, 50 Minuten zu laufen. 70. Das passiert nicht an den Ribeiro. Der Ball wird noch abgeprallt. Das ist ein Casuela. Ja, direkt zum Gegner. Wir können ihn klären, aber wir wollen den Ball direkt wieder schießen und dann ist der Ball drin. Dann ist wieder Standbild gegeben. Aber dann sehen wir mal die Wiederholung. Das ist ein Torwartfehler, war schon dran, aber in 83. Minute sind wir nochmal durch. Vorfuß zieht einfach ab und macht, dreht das Spiel dann noch in der 83. Minute. Das, damit hat doch keiner mehr gerechnet. Das war auch ein sehr chancenarmes Spiel. 94. Minute. Der Gegner ist nochmal durch. Und zum Glück sind Verteidiger da. Das ist nicht geklärt worden. Und das Spiel ein Ende mit 3:2 und uns die Punkte für den Sieg ab. Und zwar 4 Punkte im allerersten Spiel auf der ersten Folge mit 3 übrig hatten. Und 4 Punkte können uns leider noch kein Upgrade leisten. Deswegen können wir uns jetzt nicht angehoben, weil das Zoller leider kein Tor und keine Vorlage hat. Spiel. Da haben wir auch schon das nächste Spiel. Gegner FC Jordan. Ich muss das Team an. Schon besser als der eben, aber auch nicht so gut. Damit kann ich jetzt schon mal sagen, das Spiel hat leider sehr viel geleckt. Das muss ich vorher schon mal entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es lag. Da wird es dann auch öfters leider Standbilder geben. Und dann gehen wir jetzt direkt ins Spiel. Es geht in der dritten Minute. Aber einen schönen Pass. Dann werden wir stehen flank und Kassoren. Der kriegt den leider nicht. Das wäre also eine super Chance geworden. Aber 13 Minuten wieder über Alvaro. Geht nach innen. Zieht dann die Verteidigung vorbei, geht in den Strafraum, macht das 1:0 der 14. Minute. Super an den Verteidigern vorbeigegangen und dann ist das Ding drin. Jetzt in der 16. Minute
Rivero Castofofo, der erst durch, zieht ab und der ist drinne. Dann durch den Torwart kommt er durch. 2 zu 0, 70 Minute, so kann es noch weitergehen. Dann springen die 19. Minute, wieder über Rivero. Der macht mit Castofofo, der ist läuft im Strafraum, letzten Verteidiger vorbei und macht das 3 zu 0. Und 13 Uhr schon in der 20. Minute. Das Spiel beginnt doch super. Und in der 18. Minute Freistoß für uns. Für uns. Dann Bruder den Ball. Passt auf Onsu. Er zieht ab und da ist der Torwart leider noch dran. Und jetzt in der 39. Minute den Ball wieder. Onsu. Und da gibt es Freistoß. Und dazu noch Rot für den Gegner. Das ist auf jeden Fall Schwächung für den Gegner und Stärken für uns. Frisch aus guter Position mit Casola und der geht rein. Und sind schon die ersten drei Punkte gesichert. Spielt nochmal nach oben zu Gasola, 5 zu 0. Zweites auf Gasola. Und das sind dann schon 6 Punkte. Ein weiteres Punkt. Das ist laufen. Nehmen wir mal der Gegner vom Anstoß aus, versucht nochmal durchzulaufen. Schafft es auch. Ist dann locker, dass die Ball fährt. Dann will hier nochmal die Konterchance. 45. Fofo, der läuft immer Pass zu Boba, einem rechten Mittelfeldspieler, wenn ich es richtig weiß, der zieht nochmal ab, aber leider drüber und ist dann auch Halbzeit, 5 zu 0 zur Halbzeit, ein klares Ergebnis, was eigentlich ein ganzes Spiel verlaufen hat. Sprich, dann 15 Minute, geht einfach eine Ecke und dann macht der mit CC das 5 zu 1. Ehrentreffer, mal verdient. Das war ein schönes Kleines. Dann 48 Minuten Freistoß für den Gegner. Wir erobern den Torwart zurück. Dann über Onsu. Der läuft am Verteidiger vorbei, schießt und der Tor lässt abrollen und Fofo zum 6 zu 1. Was ist denn da los? 6 zu 1. Das ist unser Grundsitz. Dann springen wir jetzt in die 7. Fofo zu Casola. Der läuft einfach und dann zieht er mal ab und dann 7 zu 1. Wir kommen im WM-Halbfinale Deutschland gegen Brasilien. Wahnsinn, 3. Tor von Casola. Deutschland mit 9 Punkte. Deutschland fängt an. Springen wir nochmal in die 82. Der Torwart flankt zu uns. Fofo schießt aber. Aber der Torwart dran, der ist nochmal 95. Er läuft wieder zum Torwart und er fällt wieder zu, aber diesmal hat er das leere Tor für sich gemacht. Das 8 zu 1. Das war ein Spiel. Sensationell. Damit haben wir dann jetzt allein durch das Spiel 12 Punkte gesichert. Und mit den Punkten von davor, den 4, haben wir jetzt 16 Punkte. Ich hab jetzt von mir nochmal 3 Tore von Casola und kein Vorlauf und dann Punkte und jetzt gehen noch zu Upgrades. Aber da habe ich mich verzählt und deswegen habe ich nur 2 gemacht. Das dritte Update kommt dann noch in der nächsten Folge. Das sehen wir, ich tausche nochmal den Torwart aus. Dann gucken wir auf verglichen, das eigentlich überall besser, außer in Basic und Positionsspiel. Und da habe ich mich für den entschieden. Und dann tausche noch den ZM aus. Der Sanchez ist eigentlich auch überall besser. Und aus einer Defense, aber das braucht ja ein Mittelfeldspieler nicht unbedingt. Und das dann zum Neuen. Damit verabschiede ich mich von der zweiten Folge. Danke fürs Zuschauen, über Like, Freunde und vielleicht auch ein Abo, wenn euch der Kanal gefällt. Und tschüss.